Graupers Tischtennis-Damen sind angekommen in der Regionalliga. Der Aufsteiger hat die fast abgeschlossene Hinrunde mit Bravour gemeistert, auch wenn es beim letzten Heimspiel in diesem Jahr nichts zu holen gab. Gegen die dritte Mannschaft vom TSV Schwabhausen unterlagen die Grauparerinnen mit 3:7. Ein klares Ergebnis, das ein wenig über den Spielverlauf hinwegtäuscht. Es gab Spiele, die hätten auch andersrum ausgehen können. 5-Satz-Spiele, die knapp an die Gegnerin gegangen sind. Und ich habe eigentlich die Hoffnung, dass wir in der Rückrunde noch ein paar Punkte mehr holen. Das Team aus Graupar wurde im Vergleich zur Aufstiegsmannschaft auf einer Position verändert. Galina Telnaya spielt für den TSV. Die 45-Jährige floh im Frühjahr aus ihrer Heimat Charkiw. Über Umwege führte ihr Weg aus der Ukraine nach Graupar. Die Familie Mühlbach aus Dippoldiswalde hat sich bei mir gemeldet und hat gefragt, ob wir eine Trainerin und eventuell sogar eine Spielerin brauchen. Und wir haben uns um Wohnung und Sprachkurs gekümmert. Und ja, und dann war sie ab März hier und ist jetzt bei uns Trainerin. Die Kinder lieben sie. Sie macht ein mega gutes Training und wie man gesehen hat, sie ist auch eine absolut mega gute Spielerin. Galina Telnaya spielte viele Jahre in der ersten ukrainischen Liga. In ihrer Heimat war sie zuletzt Tischtennistrainerin. Und ist im Juli oder August Europameisterin der Senioren 45 geworden. In der Tischtennis-Regionalliga spielt Telnaya an der Seite der beiden Rotschwestern und der Tschechin Barbora Polivkova. Aktuell rangieren die Damen aus Graupar auf dem drittletzten Tabellenplatz. So weit, so gut. Denn es gibt in dieser Meisterrunde nur einen Absteiger. Der TSV Graupar liegt also auf Kurs. Viele spielen deutlich höher vom Niveau teilweise mit. Wir haben auch Mannschaften, die sind aus der dritten Liga abgestiegen, gegen die wir schon gespielt haben. Und ansonsten, ich denke, wir hatten viele knappe Spiele auch dabei, die vielleicht in der Rückrunde ein bisschen anders laufen könnten. Für das Ziel Klassenerhalt trainieren die Damen 2 bis 3 Mal die Woche. Am 15. Januar kommenden Jahres werden die nächsten Punkte in Graupar vergeben. Und wer weiß, vielleicht verlieren sich dann schon mehr als die zuletzt 15 Zuschauer in der Halle. Verdient hätten es die Damen allemal.